Sie kommen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. Zu kochen ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Sarah Farni aus dem bernischen Eritz. Aus dem Schaffhauser Klettgau die Regula Gisel. Diris Riatsch vom Unterengadin. Dann sind auch dabei Susanne Rusterholz aus dem Kanton Zürich. Esther Rindisbacher aus dem Emmittal. Elsbeth Mattis aus dem Baselbiet. Und aus dem Wattland Barbara Bernegger. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Ja, hey, das tut gut. Wunderschön hast du es gemacht. Und dann nach dem Hauptgang haben wir, glaube ich, recht schön Zeit, bis wir das Dessert servieren können. Ja. Und dann können wir dann gemütlich machen. Diris Riatsch und Elisabeth Michael sind beide Unterländerinnen, wohnen aber seit manchem Jahr im Unterengadin. Sie haben schon ein paar Herausforderungen zusammen gemeistert. Wir gehen beide gerne ins Berg. Sie war mit mir schon auf dem Kilimanjaro und auf Nepal sind wir getrunken. Und wir gehen beide gerne gärtnern, gerne kochen. Und so haben wir immer einen Stoff zum Zusammenplaudern. Die Landfrauen sind schon unterwegs und fahren gerade durch Schkuol. Bis zur Irisnachna ist es nicht mehr weit. Die meisten kennen das Engadin nicht gut und geniessen die Aussicht. Die Gastgeberin, die Iris, kennen sie schon etwas besser und wehrweisen, was sie echt kochen können. Also ich denke, sie wird uns ganz sicher die Bündner Spezialitäten auftischen. Was genau ist, das lasse ich mich gerne überraschen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht wirklich noch ein bisschen Zockers machen könnte. Oder vielleicht auch Krautwickel, ist ja auch noch etwas Bekanntes da oben. Ja, vielleicht etwas aus der Hochwildjagd. Ich hoffe natürlich nicht, dass es Murmeltiersuppe gibt. Aber sonst irgendetwas ganz Originelles. Keine Murmelisuppe, aber einen wilden Hauptgang gibt es. Das ist wunderschönes Hirschfleisch, das wir halt eingefrieren über den Winter, weil wir nicht freveln und ein frisches Hirsch schiessen. Das wäre dann nicht so gut gewesen. Und darum haben wir das jetzt auftauen für das Essen. Und wichtig ist, dass man es ein bisschen an Öl tut, dass der Saft vom Fleisch nicht austreten kann. Wenn ich das nur so liegen lassen würde, würde alle Saft auslaufen. Jetzt bleiben ihr da schön ruhig und laufen nicht davon, gell? Aus dem blanchierten Mangold macht Elisabeth Capuns für die Vorspeise. Das Rotkraut gibt es zum Hirschschnitzel. Die Capuns werden gefüllt mit einem Spätzli-Teig. Ein bisschen zum Probieren, was du meinst. Weißt, wir müssen sie noch mal wärmen, darum tun wir es nicht zu fest jetzt kochen. Es ist noch ein bisschen bissfest. Und noch ein bisschen etwas Süßliches, ein bisschen etwas Johannisbeeriges. Das Gewürz kommt zu wenig zur Geltung. Das Capun-Päckchen muss heute besonders klein sein. Soll ich schon wieder ein Blättchen blanchieren? Du kannst. Zum Capun gibt es noch ein Forellenfilet aus dem Inn. Und das ist erst die Vorspeise. Schau, Iris, ist das gut? Wunderschön. Hm? Wunderschön. Den Spätzli-Teig im Wickel kann man füllen, wie man will. Jede Frau die macht es so klein, wie sie sehen tücht oder was man gerade so im Haushalt hat, Fleisch oder so, aber also, ich nehme einfach grad, was ich habe. Das her irgendwo. Im Spätzli-Teig von Iris hat es Speck vom Alpsäuli und Kräuter aus dem Garten. So. Genau. Die Dekoration ist bei jedem Gang ganz wichtig. Die Vorspeise soll wie ein herzlichen Empfang aussehen. Die Landfrauen besinnen sich an Bündner Spezialitäten. Meine Mutter hat die beste Bündner Gerstensuppe gemacht. Ich hoffe, dass dir eine Bündner Gerstensuppe macht. Ja, vielleicht Capuns. Wer weiß? Obschon sie hat ja ein Zürcher Herz, hat sie erzählt. Aber ich denke, sie wird sich für Bündner Küche entscheiden. Und er zum Dessert selber gemachte Bündner Nusstorte. Also ehrlich gesagt kommt mir eben auch nur die Nusstorte in den Sinn, so spontan. Und die habe ich nicht so gern. Diris ist im zürcherischen Feraldorf aufgewachsen. Zwei von ihren Töchtern wohnen mit der Familie in Zürich. Sie weiss, was Unterländer schätzen.
Die Bizzockels haben unsere Unterländerenkel wahnsinnig gern. Immer wenn sie zu der Nonna raufkommen, gibt es Bizzockels. Die Landfrauen können sie dann zum Hauptgang geniessen. Das Dorf Fna, wo Tiris wohnt, liegt auf 1600 Meter oben. Von Fna aus müssen die Landfrauen noch zu Fuß bis ins Meiensäss. Dort wartet Tiris schon mit ihren Grosskindern, dem Kind der jüngsten Tochter. Sie und Iris, ihre Mann, der Domenik, haben das Apéro vorbereitet. Oh, warte! Ciao, Insimbo! Ciao, Iris! Sarah? Plant ist gerade in der Sonne. Ah, Elsbeth. Und das ist Esther. Esther, ja. Mir gefällt die Tracht so enorm. Das, die Käseplatte, ist alles auch hier oben produziert worden von einer coolen Frauen-Equipe, die das alles macht. Ja. Also, viva! C'est la compagnia! Ja. Im Stall nebenan sind im Moment Bilder von Iris ausgestellt. Sie macht Holzschnitt und Holzdrucken. Das ist Arvenholz. Und das Arvenholz begegnet ihr heute Abend auch noch. Da tue ich einfach, musst eine gute Zeichnung haben und dann tust du die Seite verkehrt aufs Holz kopieren. Das gibt viel Arbeit, bis das einmal auf dem Brett ist. Das Ehepaar, das sind die Glöckner, die bei uns noch die Glocke gezogen haben. Ah, ja. Und gerade von der Kirche herabkommen. Sie war so eine Dominante. Oh. Und das Mandel ist immer so hinten rein. Ja. Sie hat dann die grosse Glocke können ziehen und das Mandel nur die kleine. Tiris genießt den Auftakt des Abends mit den Landfrauen. Schon gleich ist es aber mit der Ruhe vorbei. Iris und ihr Hund Pasco sind unterwegs am Inn. Ein Spaziergang, wo sie noch den Fischer besuchen wollte, der ihre Vorspeise aus dem Inn holt. Der Jasper Michael ist pensionierter Wildhüter und passionierter Fischer. Und ich, Jasper? Und Iris? Nein, nein. Weihe! Hi, hi. 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 Heute sei nicht ideal zum Fischen. Das Wasser sei trüb vom Regen und die Fische wollen nicht recht anbeissen, sagt der Jasper. Immerhin, eine Forelle hat er schon rausgezogen. Eine Forelle allein lenkt aber noch nie nachher. Tiris braucht bis Ende der Woche mehr. Sonst wird aus ihrer Vorspeise nichts rechts. Ich denke einfach positiv, weil es darf nicht sein, dass die Fische fehlen auf meinem Vorspeiseteller. Allora. Drei Souschen und zwei. Zum Glück geht es noch ein paar Tage bis zum Landfrauenessen oder Jasper kann sein Glück weiter versuchen. Ciao, Jasper. Wie Pasco? Brav. Braver Hundli. Das Fna wohnen Riatschs seit 14 Jahren in der alten Käserei. Dann zumal haben sie ihren Hof am Junior übergeben. Die Riss ist gerade am Schnitzen. Das gibt Menükarten für das Essen. Sie hat Schriftenhauerin gelehrt und war immer künstlerisch tätig. Aber als aktive Bäuerin, Mutter von vier Kindern und später auch noch Biokontrolleurin, ist ihre Kreativität manches Jahr zu kurz gekommen. Die Nacht, als alle ins Bett sind, hatte ich dann Ruhe und konnte mich konzentrieren.
Und mein Mann hat mich immer unterstützt, indem er mich am Morgen länger schlafen lassen hat, dass ich doch auf meine Stunden Schlaf gekommen bin. Vor 42 Jahren ist Iris nach Fna gezügelt, zum Domenik, ihrer grossen Liebe. In ein dann zumal noch lebiges Bergdorf. Der Domenik ist in Fna aufgewachsen. Das Dorf bedeutet jetzt noch viel, aber das tut mir weh, wenn man sieht, wie sich entleert und wie keine Substanz mehr vorhanden ist. Man kann es nicht aufhalten und es ist einfach irgendwie eine Ohnmacht, dass man nichts machen kann. Ende 70er Jahre konnten Domenik und Iris diesen Hof bauen und haben ihn bewirtschaftet und eben vor 14 Jahren am Sohn, am Fadri, übergeben. So ist immerhin der Betrieb erhalten geblieben. Die Familie wohnt im Dorf und der Fadri kann hier arbeiten und verdienen. Der Domenik ist immer noch gerne auf dem Hof und hilft seinem Sohn. Ja, im Winter vor allem hilfe ich dem Sohn im Stall, weil ich mache die Arbeit sehr gern und ich tue melken und der macht die andere Sache. Und am Abend komme ich meistens nicht, wenn es nicht gerade nötig ist. Aber im Stall, da fühle ich mich wohl. Gleich kommen die Kühe vor Alp zurück. Der Stall ist wieder voll und der Domenik ist im Element. Auch Iris ist in ihrem Element. Sie schaut gerne zu ihrem Garten und wird mit viel Gemüse belohnt. Für das Landfrauenessen kann sie fast alles aus dem Garten holen. Ich habe einen Kurs in Biolandbau besucht und dann hat es mich gefesselt. Gemüse so pflanzen und auch ein bisschen wissen, welches Gemüse mag Sander. Und wenn sich verschiedene Gemüse eher nicht so befruchtet und sich die Nachbarschaft nicht so mögen, mache ich einfach Rüebli dazwischen, weil Rüebli mögen alle. So wie bei uns Menschen. Wer mag nicht Rüebli essen? Artischocken auf 1600 Meter über Meer. Das braucht sicher einen grünen Daumen. Für heute Abend erwartet sie die Grosskinder um die Nacht und will etwas mit Herdöpfen kochen. Wäre langweilig, wenn man nie könnte. Der Gino ist der Grossbub von Iris, der zu Fna wohnt. Er tut öppe mit seiner Nona kochen. Die Herdöpfe vom Garten werden gerüstet und fein geraffelt. Gerne die Kuh aus der Fna, gell, Gino? Mhm. Hast du es auch schon allein gemacht, die Heine? Heute Abend machen wir eine Fna-Spezialität. Und das heisst Kuh aus der Fna. Und Kuh heisst eine Kugel. Und wir machen Fna-Kugel. Mit einem feinen Inhalt. So liegt aus. Ciao, Gino. Ciao, Matzener. Ciao, Nona Iris. Ciao, Monsieur. Ja. Wir haben angefangen, den Gino und ich. Siehst du, er ist schon am Herdöpfel ausdrucken. Die haben so viel Saft gemacht, die frischen Herdöpfel, die wir heute rausgekommen haben. Ja, dann muss ich jetzt Fleisch. Ja, jetzt braucht es Fleisch. Schau mal, die schönen Herdöpfel, die wir heute Morgen rausgenommen haben, haben wir geraffelt. Und Haufen Wasser ausdruckt. Ich muss jetzt auf Fleisch schauen, nicht dass ich die Finger verschneide. Ja. Ein bisschen verrühren, dass es keine Knöllen gibt. Zu den geraffelten Herdöpfeln kommt der gewürfelte Speck, Mehl und ein bisschen Paniermehl. So. Alles zusammen wird zu einem Teig vermischt und der zu Kugeln, eben Gulas, geformt. Und dann den Saft tut man etwas wegdrücken. Der Pazenier, romanisch für Grossvater, schreibt dem Gino das Rezept in sein Kochbuch. Hier sind alle Rezepte gesammelt, die er mit der Nona schon hat gekocht hat. Ich glaube, es ist
gut, hat sie. Die Kugeln kommen in kochiges Wasser, bis sie oben aufschwimmen. Wenn ich mit meiner Grossmutter koche, lerne ich viel. Pasteta Babushka, Gulaschsuppe. Ab heute auch noch die Gulasch Daphna. Die brädeln gerade im Anken. Attention. Zum Essen ist noch ein Freund vom Gino gekommen und dem Gino seine Zwillingsschwestern, die Lena also, und die Mona. Die ist am Nösi. So. Bon Appetit. No? Bon Appetit. Bon Appetit. Bon Appetit. Gino, bist du jetzt zufrieden mit dem, was wir gekocht haben? Ich finde es so gut. Im Salz dunkt es mir auch gut, gell? Mhm. Ich möchte meinen Enkeln sehr gerne das weitergeben, dass sie auch Freude haben am Kochen, wie ich es auch habe. Und dass man mit den Zutaten spielt und dass man schön anrichten tut und einfach. Das ist ein kreativer Prozess, so tun wir zusammen ein Menü kreieren und geniessen es dann gemeinsam am Tisch. Noch zwei Tage bis zum Landfrauenessen. Tiris ist am Dessert vorbereitet. Es soll zwei verschiedene Glassen und Eierlikör-Parfait geben. Ich habe gelernt, das Eier-Cognac selber machen. Und das schmeckt mir. Und dann habe ich gedacht, wieso nicht einmal probieren, ein Parfait davon zu machen. Und habe nach Rezept gesucht und auch eins gefunden. Grundmassen aus Eierlikör, Zucker, Nidle und Eiweißschnee wird säuferlich gemischt. Dann wird das Ganze eingefroren. Aber Tiris hat keine Glassenmaschine. Und die Massen einfach in die Tiefgefriere tun, das ist in ihren Augen für die Katze. Darum fährt sie mit ihrer Mischung nach der Rasp ins Hotel Chasté, ins Schlosshotel. Hey, ciao, Rudolf. Was ist das? Lautet ihr? Der Rudolf Pazeller hat in seiner Hotelküche eine Glassenmaschine und Iris darf sie für ihr Dessert brauchen. Neben Eierlikör-Parfait hat sie auch schon die Masse für die Pfeffermünz, Lavendel und Säublumenblütenglasse gebracht. Aha. Die Masse wird zuerst tiefgefroren und nachher in dieser Maschine bei hohen Touren ganz, ganz fein geschiebelt. Und das langt. Ganz eine schöne Konsistenz. Ja, schön. Schau mal. Es ist eine wunderschöne homogene Masse. Was sagst du? Zum Aroma. Findest du gut? Also, ich konnte noch nie so ein feines Glasse machen ohne eine Maschine zu Hause. Das ist viel spröder, irgendwie der Teig vom Glasse. Und das sieht man, das ist wie Butter. Also, es ist wunderbar. Und das, glaube ich, hat sich gelohnt, dass ich das gemacht habe. Dass ich jemanden gesucht habe, der mir das durch eine Maschine durchlässt. Jetzt tun wir das in den Master füllen. Aha. Dann kann ich es abschieben. Ja, das ist jetzt nicht Gefahr, dass irgendwo ein Luftloch hat wie bei einem Gruyère.
Nein, die sind keine Löcher. Die Iris und Rudolf Batzeller haben sich unter ganz anderen Umständen kennen. Und jetzt sind wir raufgelaufen, sie und deine Tochter ist gesehen. Ja, ja. Dann gehen wir überholen uns und ich sage zu meinem Sohn, die zwei Frauen, die sind doch schnell, aber auf dem Gipfel treffen wir sie sicher und dann sind wir raufgelaufen und dann sind sie oben gesehen und dort oben haben wir uns kennengelernt. Also sie haben nicht so Freude gehabt, dass wir sie überholt haben. Ja, das sind ja, ja. Männer meistens überhaupt nicht, wenn Frauen schneller sind. Ja. Jetzt tun wir das im Tiefkühl. Ja, genau. Das Dessert kommt wieder in die Kälte. Schließlich ist sein Auftritt erst in zwei Tagen. Immer wenn Iris unterwegs ist, freut sie sich auch wieder für Hei in ihr Dorf nach Fna. Das Dorf Fna war für mich immer ein Ort von Heimen, weil ich schon als Kind hier in der Ferien war. Und habe mich immer da sehr wohl gefühlt. In diesen Familienferien hat sie der Domenik mal getroffen. Und kürzlich hat Iris in einem alten Schulheft einen Aufsatz gefunden, wo sie mit 13 über ihre Zukunftsvision hat geschrieben. Wenn ich erwachsen bin, mein sehnlichster Wunsch ist Bäuerin. Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich, aber stellt ziemlich hohe Anforderungen. Eigentlich möchte ich in die Berge ziehen, in ein Bauerndörfchen wie Fna. Dort darf man primitiv leben. In Fna habe ich mir den Sohn der Familie Riatsch als Mann vorgestellt. Er lernt auch Bauer und hat einen guten Charakter. Zu allem hin sieht er auch noch ganz hübsch aus. Ja, und jetzt sind wir, der Domenik und ich, schon 42 Jahre verheiratet, da in Fna. Als junge Erwachsene ist die Zürcherin wieder auf Fna in die Ferien gekommen. Und die zwei haben sich verliebt, haben geheiratet und Iris hat den Schritt nach Fna gewagt. Als erstes daheim hat sie in das Ferienhäuschen von denen gewohnt. Mit der Idee, dass wenigstens etwas von all dem Unbekannten und Neuen vertraut ist. Hochschwanger ist sie dann mit dem Domenik in das abgelegene Meiensäß gezogen. Ich hatte kein Elektrisch, kein Telefon, ich hatte nur einen kalten Wasserhahn und einen Holzherd, wo ich dann ein warmes Wasser machen musste, um meine kleinen Kinder zu baden. Ja, zuerst hatte ich schon Bedenken, dass wir hier im Winter leben könnten. Es war nicht so gute Quelle und man hat nicht gewusst, ob das Wasser friert. Es war schon ein bisschen ein Wagnis, weil ich als Besamer immer unterwegs war. Aber es ist eigentlich relativ gut gegangen, die paar Jahre, die wir hier gelebt haben. Ich habe schon gewisse Skepsis gespürt. Vor allem, dass sie gefunden haben, schafft sie denn das, so ein junges Mädchen da? Hochschwanger kommt in das Dörfli und geht dann noch in das Häusli raus wohnen, wo noch niemand das ganze Jahr gelebt hat. Bis sie dann gemerkt haben, dass ich doch eine Geschaffige bin und dem Domenik gut zur Hand gegangen. Wenn sie heute noch bei ihrem ersten gemeinsamen Daheim vorbeilaufen, dann, weil sie auf der Suche nach Pilzen sind. Die Iris braucht Eierschwimmen als Dekoration für ihren Wildtauer zum Hauptgang. Eigentlich braucht sie nur ganz kleine, aber die Prachtsexemplar kann sie nicht einfach stehen. Die grösseren die nehme ich heim und das rüste und dann tue ich es fix fertig an einem Bouillonsösel vorkochen und dann kann ich sie so eingefrieren, portionenweise, die ich dann später in der Risotto brauchen kann. Es ist der letzte Tag vor dem Landfrauenessen. Die Gäste in der Ferienwohnung im Haus vor Jatsch sind heute Morgen abgereist. Jetzt wird alles eingerichtet für das Festessen. Es braucht einen Tisch, der genug gross ist für alle Landfrauen. So ein schöner Tisch. Mm. Mm, wie der duftet.
Und super muss es sein. Für die Landfrauen und nachher auch wieder für die nächsten Feriengäste. Die meisten sind sehr anständig und lassen es also besser rein zurück, dass ich nicht gross noch ihren Dreck wegputzen muss. Es ist einfach ein Nachputzen, das schon so wichtig ist, dass jeder, der kommt, kein Hörli von dem vorher finden sollte. Und das schätze ich so sehr, dass das bei mir immer sauber ist. Der Domenic hat heute auch noch eine wichtige Aufgabe. Er will noch lernen servieren. So etwas hat er noch nie gemacht und braucht ein paar Tipps. Allegra, Domenic. Allegra, Rahel. Freut mich. Hallo. Bei dir Unterricht zu kriegen. Ja, super. Die Rahel Berger führt das Hotel FNA zusammen mit ihrem Partner. Sie ist eigentlich Lehrerin und hat servieren auch müssen lernen. Wie der Domenic. Ja. Bist du schon aufgeregt? Ja, es geht noch. Am Samstag wird es schlimmer werden. Das glaube ich. Dann schauen wir, dass wir jetzt ein bisschen gut vorbereitet haben. Ja. Prinzipiell ist es so, man isst von außen gegen innen. Bei uns, da siehst du jetzt gerade, gibt es zwei Gänge. Das ist jetzt dafür, wenn es Salat wird geben, das kleine Besteck, so fängt man an. Und wenn sie den ersten Gang gegessen haben, kannst du das zusammen mit dem Teller wegnehmen. Und dann ist nur noch da, was die Gäste brauchen. Das habe ich begriffen. Super. Ja. Mit der heissen Teller in der Hand von der Küche steigen sie durch ab in die Ferienwohnung. Das wird heikel. Genau, und jetzt wird hier jemand sitzen. Genau. Man muss dann natürlich dann so immer ein bisschen um die Leute rundherum. Genau. Perfekt. Und dann kannst du auch immer noch etwas sagen. So, so. Guten miteinander. Ja. Lässt sich schmücken, gell? Nehmen wir wissen von den Frauen. Ja, das macht sich immer gut. Ja, ja. Auf jeden Fall. Was auch noch wichtig ist, wenn es beim Hauptgang Fleisch gibt oder Fisch, dann tust du den Teller immer so servieren, dass das Fleisch oder der Fisch zum Gast schaut. Und wenn es Suppe gibt, dann muss man aufpassen, dass die Frau die Brust nicht in der Suppe. Ja, das kannst du aber den Frauen überlassen. Das ist nicht deine Aufgabe. Du bist ein heimlich Feiss. Ich probiere. Auch das Wein einschenken will gelehrt sein. Ist ja gut. Ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, gell? Wenn mit denen so heiß sind, kann es Tröpfe geben. Also, was kommt? Rahel hat dem Domenic noch einen Spickzettel gemacht. Und vor allem wichtig ist, dass ich noch eine Kuh im Hintergrund habe. Ja. Du kannst ja Karten und so. Und mit Hörner. Genau. Ja. Also. Ja. Daheim ist Iris fast fertig mit den Vorbereitungen für ihr Engadiner Essen. Die regionalen Spezialitäten hat sie vor manchem Jahr gelernt kochen. Engadiner Spezialitäten habe ich gelernt bei der Schwiegermutter und den Schwestern. Es waren drei Schwestern hier und die haben auch untereinander Rezepte ausgeteilt und pröbelt. Und dort habe ich einmal gerne über die Schulter geschaut und eben auch gewisse Rezepte aufgeschrieben. Das tut sie noch ein bisschen binden. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Engadiner Nusstorte. Die Massen aus karamellisierten Nüssen wird gleichmässig auf einem Mürbeteigboden verstrichen. Näher bricht Iris mit der Engadiner Tradition. Mit dieser Bündner oder Engadiner Nusstorte habe ich immer ein Problem, dass mir das so ein Stück viel zu viel Teig hat um das feine Karamell. Und dann habe ich mir überlegt, das doch mal ausprobieren. Einfach den Boden und dann die Füllung drauf, ohne Deckel, so in den Ofen. Und dann hat das super funktioniert. Ich konnte es dann in Streifen schneiden und das sind jetzt meine Iris-Engadinerli so. Schon gleich zeigt sich dann, ob die Unterländerinnen die Interpretation auch honorieren.
So, liebe Frauen, nehmen Sie Platz. Merci. Und passen Sie auf vom Tisch beide. Die, die auf der Seite sind, sitzen. Wow, schön. Wow. Merci. So schön. Sehr schön. So. Willkommen. In der Küche wird es langsam so ernst und Tiris und Elisabeth richten an. Mal ein Gürkli. Wird es vielleicht so? Weißt du, so wie es dann liegt? So würde ich es. Jetzt ein Gürkli. Hier noch mal ein Gürkli. Sonst können wir auch nur ein halbes Gürkli. Ein bisschen darf es für schauen, weißt du? So. Ja, das ist dann ja Butter. Ich glaube, der Domenik hat es lustig hier unten mit den Frauen. Sie ist ja mal Hanin vor. Ja, du. Die Infrauen liegen auf einem Salatbett aus dem Garten und bekommen noch eine spezielle Dekoration. Das sind eigentlich die falschen Kaperen, die ich hier habe. Die habe ich gesucht im Frühling. Das sind Löwenzahnkaperen. Das sind die ersten Knospen, bevor sie anfangen zu blühen. Und die tut man so in einem Salz-Essig-Gemisch dann sterilisieren. Und dann gehen wir. Die Hände sind geputzt. Die Landfrauen wissen ja noch nichts von den Köstlichkeiten, die sie erwarten. Liebe Frauen. Heute gibt es einfach nichts. Also, das ist mein Möni. Und ihr kommt den Kapun an Morchelrahmsoßen über. Dann gibt es eine geräuchte Imforelle. Und der Hauptgang ist ein Hirschschnitzel an einer Wacholdersoße mit Krautbizockel. Und zum Dessert gibt es ein Löwenzahn-Pfeffermünz-Lavendelglace, ein Eierlikör-Parfait und dazu noch ein Iris-Engadinerli. Und jetzt wünsche ich euch einfach Bon Appetit. Bravo! Die Köchinnen sind in den letzten Zügen, die Vorspeise wäre bereit. Und im Esszimmer? Als ich pensioniert wurde, gehe ich jetzt jedes Jahr in der Bündner Herrschaft bei der Familie Schlegel wümmen. Und das ist naheliegend, dass ein Bündner ein Bündnerwein serviert. Die Riss packt selber an. Ab die Post. Ich bin Linkshänder und tue mit der Lampe. Danke vielmals. Im Esszimmer ist nichts von der Hektik aus der Küche zu spüren. Domenik, komm. Das musst du sofort machen. Mit der nötigen Ruhe macht der Domenik eins um das andere. Ja, jetzt ist es klar. Ich wünsche euch einen guten Vorspeis. Merci. Danke. Da ist man fast nicht wahr. Ja, gell? Das ist doch schön. Wir sind sehr fein. Gabuns waren super. Ich hatte noch selten so gute Gabuns. Gut gewürzt, eine feine Morchelsauce dran. Wunderschön angerichtet. Die Forelle, die es dazu gegeben hat, aus dem Inn, war auch sehr fein. Sie hatte ein Herzchen drauf mit dem Randen, das ich wirklich auch als ja, so quasi Einstieg, herzlichen Einstieg empfunden habe. Die Landfrauen müssen jeden Gang bewerten. Sie können Punkte von 1 bis 10 vergeben. Sie bewerten den Geschmack und wie es angerichtet ist. Das ist schon fast ein Hauptgang. Ja, weißt du so. Also für mich war die Vorspeise auch wieder super. Wenn ich denke, die viele Arbeit, die Tiris hatte, um das zu machen, also Fleissnoten, wirklich Szene. Ja. Mir war es fast zu viel Verschiedenes, das kann ich jetzt als negativ sagen, aber es war alles vom Geschmack her sehr fein. Voll das. Und beim Hauptgang gibt es noch mehr.
Jetzt ist gutes Timing gefragt. Alles muss gleichzeitig und warm auf dem Teller sein. Weißt du, eine Gratinform fürs Fleisch zum Brei tun? Ja, kriegt die auch nicht. Anke, du musst so zum Papier nehmen, so ein goldiges Papier. Und jetzt nimmst du dir das hier aus dem Ofenloch alles. So, Sticker drauf. Das allerletzte kommt dann das Fleisch. Wo gehen wir jetzt den Rohkabis gerade daher? Der ist da. Rohkabis und dann Pire. Mhm. Das ist ein schön heiß. Dann Kastanien. Die kann ich dann auch drauf tun. Jetzt müssen wir einfach sehr schnell das büscheln, gell, dass das nicht kalt wird. Und darum ist Konzentration und die Anspannung schon grösser, als wo wir es probiert haben. Aber es ist gut. Du musst den hier noch rein. Ja, genau. So. Also, wir sind noch runtergehen. Ich kann jetzt zumachen. Ja, ja, klar. Das ist ein bisschen lieber. Endlich kommt dem Domenic sein grosser Auftritt. Das sieht man direkt drin. Ja! Das ist ein bisschen unser Zell. So, meine lieben Damen, jetzt klopfst du auf und ich, ja, und ich sammle sie. Perfekt! Nur das Fleisch ist nicht am richtigen Ort. Darf ich dir gerade mitnehmen? Der Hauptgang, der hat für mich jetzt so den Herbst eingeläutet. Wenn du wild essen, dann musst du den Iris essen. Das findest du nicht in manchem Restaurant, auch die Beilagen, die sie auf dem Teller hatten. Aber gerade die vielen Beilagen sind das Problem. Ja, aber weißt du, so drunter ist der Speck. Ah! Nein, das ist nicht wahr. Aber das Fleisch ist warm, ja. Meine Pizza ist eiskalt. Wirklich ganz kalt. Du warst so super gekocht und wunderschön angerichtet, aber wirklich, ich kann nicht einmal sagen, zu wenig warm, es war wirklich kalt. Beilage vor allem. Es waren so viele Details noch drauf. Ich habe mir vorgestellt, wie lange es braucht, bis die alle gebüschelt sind.
dann verliert man auch schon ein bisschen Hitze mit der Zeit. So, das hätten wir geschafft, gell? Das Gröbste. So, jetzt sind ja, eigentlich erstaunt, dass wir das geschafft haben. Ich dachte, Gott, der Riesenteller mit so vielen Sachen drauf. Vielleicht hätte eben der Teller sollen heißer sein. Das ist halt schnell wieder abgekühlt. Aber wir haben es möglichst gemacht, mehr ist nicht gegangen. Aber sonst bin ich sehr zufrieden und jetzt hoffen wir, wir können noch ein super Dessert servieren. Nicht nur Klasse oder Beerenkompott kommt aus dem Tiefkühler. Beim Dessert ist wichtig, dass es kalt bleibt. Das Eierlikör-Parfait sieht parfait aus. Auch die Klassenkugeln sind schön rund. Dominik, könntest du mit dem noch schön in die Tiefkühler ruhen? Jetzt muss es schnell gehen, es fängt an zu verlaufen. Dass die nicht verkehrt. Jedem drei. Warte, das muss man da nicht gerade aufs Teller. Wieso? Pass auf, sonst gehst du lieber eins ums andere. Lass mal auf den Tisch her, weißt du, und nachher erst mit allem rein. Du musst erst rein, wenn alle. Wenn wir alle unten auf dem Tisch haben, nicht vorher schon rein. So, liebe. Landfrauen. Das ist schön. Ja, das ist die Landfrauen probieren die verschiedenen Glassenaroma rauszuspüren. Eierlikör-Parfait, Pfeffermünz-Lavendu-Glasse, Säublumen-Blüten-Glasse. Sie geniessen den süßen Abschluss. Also der Dessert, wenn er dort hergekommen ist, wenn er präsentiert worden ist, auf dem Holzbrett oben, ist absolut die Augen weit gsi. Das Iris Engadinerli gibt zu reden. Auch das Iris Schnitten, die Bündnerschnitten, war hammerfein gsi, also wirklich. Also wie es muss sie einfach ohne Deckel, ist fürs Auge auch wunderbar gsi. Die Punkte sind vergeben, der Magen ist voll, der Lohn tipptopp. Also ich habe die Iris nicht so eingeschätzt, dass sie uns so ein Essen auf diesem Niveau präsentiert. Und so passen die Weine dazu serviert. Es war super. Geschafft. Hast du fertig gebracht? Ja, ich glaube. Nimmst du auch ein Eier-Cognac? Nein. Nein, das ist eine viel starke Ware. Ich trinke ein Bier, weil ich Durst habe. Ja, jetzt kannst du ein Bier trinken. Ich gehe jetzt gleich schnell mit der Glas. Hey. Haben wir es geschafft, hä? Bist du geschafft und hast es geschafft? Nein, ich bin nicht einmal so geschafft. Aber schön. Es ist gut, dass es durch ist, gell? Am Schluss gibt es für alle noch ein Kaffee und ein Iris Engadinerli mehr. Die kommen gut an. Wie der Iris ihres Essen bewertet worden ist, erfahrt sie dann im Final am 7. November. Nächste Woche steht Susanne Rosterholz am Herd und bekocht Landfrauen mit Zürcher Spezialitäten. Ja.